Gedanken zur Zeit. Es sind das nicht meine ersten Gedanken, die ich zur aktuellen Corona-Krise zu Papier bzw. auch in Radiosendungen zu Gehör bringen durfte. Die Situation hat sich in diesen Tagen und nun schon Wochen selbstverständlich laufend gewandelt. Leider nicht zum Besseren. Bisher lag mein Fokus immer stark auf den heilsamen Begleiterscheinungen dieser großen Herausforderung, ohne deswegen auf die vielen Menschen zu vergessen, für welche diese Krise spontan schlimme Folgen hatte. Auch lesen wir in den unterschiedlichsten Medien und Foren oft davon, dass diese Krise gut für die Welt und unsere Gesellschaft ist, dass durch sie Fehlentwicklungen korrigiert werden und sich nicht passende Umstände auflösen werden. Das mag schon stimmen und auch meine Beiträge waren davon stark geprägt, aber es ist nur eine Seite der Krise. Die andere Seite dieser Krise, und die ist bitter, besteht darin, dass auch sehr viel Schönes, Gutes und Wesentliches vernichtet werden wird. Das Virus wertet nämlich nicht. Es unterscheidet nicht zwischen richtig, falsch oder neutral, sondern es hat nur ein Ziel, ausschließlich sich zu verbreiten. Wir dürfen das auf keinen Fall aus den Augen verlieren, wenn wir die Chancen und Möglichkeiten dieser Krise in den Mittelpunkt stellen, um damit zu Recht den Menschen Trost und Aufmunterung zu bieten. Es wird aber auch Menschen geben, deren Lebensmittelpunkt in dieser Krise vernichtet wird und die damit vielleicht ihre wichtigste Quelle für immer verlieren, aus der sie bisher ihre ganze Kraft und Kreativität geschöpft haben. Vielleicht auch genau diese Kraft, die sie jetzt für die Umsetzung der Chancen dieser Krise brauchen würden. Was sagen wir denen? Es wird sie wohl kaum trösten, wenn wir ihnen erzählen, wie wertvoll diese Krise mit ihren Chancen und Folgen für die ganze Welt ist. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie leicht dabei auch der Boden der eigenen Praxis ins Schwanken kommt. Auch das Wort des Buddha, dass wir das, was wir nicht ändern können, einfach annehmen müssen, ist nicht tröstlich. Zwar realistisch, aber nicht tröstlich. Immerhin sagt er noch dazu, dass wir trotzdem auch versuchen sollen, zu ändern. Schlimmer als diese von Buddha postulierte und nicht so angenehme Realität finde ich Wortmeldungen im Netz, die davon sprechen, dass nur Menschen mit schlechtem Karma krank werden können und solche mit einem guten Karma keinerlei Sorgen haben sollen. Ich stelle mir da schon die Frage, woher diese Menschen wissen, dass sie zu denen gehören, die nur gutes Karma haben. Nicht davon zu reden, dass hier der Begriff von Karma westlich simplifiziert daherkommt und sich völlig vom Dharma verabschiedet hat. Wenn solche Beiträge dann noch von Menschen kommen, die sich selbst als gute Buddhisten verstehen, oft sogar noch als die Besseren, dann muss hier einiges falsch gelaufen sein und ein Verständnis von Interdependenz und deren Komplexität hat es wohl nie gegeben. Es geht aber noch schlimmer, wenn ich in einem Facebook-Post zum Coronavirus unter anderem Folgendes lesen muss. Zitat: Wir werden die Befreiung der Erde von der unnötigen Spezies Mensch in der ersten Reihe fußfrei miterleben dürfen. Zitat Ende. Was hat das mit einem buddhistischen Verständnis von Weisheit und Mitgefühl für alle fühlenden Wesen zu tun? Und ich frage mich bei dieser Ankündigung grundsätzlich, welches Ich denn hier in der ersten Reihe fußfrei wohl sitzen wird. Ich habe wirklich Verständnis, wenn diese aktuelle Krise viele Blüten treibt, aber bitte halten wir in dieser Zeit des großen Stillstandes auch einmal inne und schauen wir auf uns selbst. Suchen wir einmal in erster Linie die Wurzeln des Unheilsamen bei uns selbst. Das soll überhaupt keine Schuldzuweisung sein, aber im Sinne der wechselseitigen Bedingtheit sind wir immer auch mit in jedem Boot, auch im Boot des Unheilsamen. Und die Suche nach Ursachen und Wurzeln ist ohnehin immer eine erste und zutiefst buddhistische und tägliche Arbeit. Auch die Suche nach den Ursachen dieser Krise ist eine unbedingte Notwendigkeit, wenn wir nach Lösungen suchen und einen Ausweg daraus finden wollen. Ich möchte euch abschließend dazu am Ende noch auf zwei sehr ähnliche Perspektiven hinweisen, die mir zuletzt untergekommen sind. Erst einmal habe ich einen Text in der elektronischen Ankündigung zur vorigen Ausgabe von Die Furche gefunden und er ist einfach zu passend und verlockend, um ihn nicht mit euch zu teilen. Er spricht nämlich genau das Thema Pandemien und ihre Ursachen an und lautet wie folgt. Zitat:
Schlägt die Natur zurück? Fragezeichen. Forscher sehen in der Corona-Krise einen Warnschuss. Denn das Risiko für Epidemien ist davon abhängig, wie Menschen mit Tieren und Ökosystemen umgehen. Zitat Ende. Die hier vorgenommene Formulierung in den ersten beiden Sätzen als wäre die Natur in ihrer unendlichen Komplexität ein denkendes und bewusst handelndes Wesen, dürfen wir ruhig als Metapher verstehen. Die weitere Schlussfolgerung daraus aber ist knallharte Realität und sehr ernst. Und genau in dieselbe Kerbe schlägt auch ein amerikanischer Wissenschaftler in einem Vortrag, der bereits vor 10 Jahren aufgezeichnet wurde und der daher frei von jedem Verdacht einer Verschwörungstheorie zur aktuellen Situation ist. Dr. Michael Greger erklärt sehr deutlich die historischen Entstehungsgeschichten von Pandemien und ihren Ursachen. Auch er kommt zum wissenschaftlich belegten Schluss, dass unser Umgang mit Tieren dabei eine ganz zentrale Rolle spielt. Wenn es die weitere Entwicklung dieser weltweiten und tiefen Krise zulässt, so planen wir heuer noch für den späteren Herbst genau zu diesem Themenkomplex, unser Umgang mit Tieren und deren Konsequenzen, eine Veranstaltung gemeinsam mit unserem Verein Animal Compassion. Mögen wir alle mit möglichst geringem Leid durch diese Zeit kommen und danach es vielleicht geschafft haben, ein klein wenig weiser aus dieser Krise herauszukommen, als wir hineingegangen sind. Das wünsche ich uns allen.